Willkommen zu einer neuen Folge von Bayonetta 2. Wir zocken wieder Kapitel 14. Vorher wollen wir aber noch mal Menü-Charaktereinstellungen Charakter ändern. Und okay. Man könnte auch hier Charakter ändern. Okay, Standard. Schulmädchen. Prinz. Okay. Okay, probieren wir es einfach mal aus. Mal gucken, wie das so dann im Spiel aussieht. Start. Das näht wieder so. Okay, ich denke mal, jetzt sind die großen Waffen auch ein bisschen. Also ich glaube, dieses Outfit ist noch viel weniger, was ich gerne verwenden würde. Okay, die rennt schon mal vor. Der große Krieg vor 500 Jahren. Wow. Wow. Das ist ja wirklich groß hier. Und ich darf in diese Kriegsmaschine hier. Die Wunderwaffe der Hexen. Die macht schon mal alles platt. Das haut rein. Ja, rein Platin. Boah. Das ist heftig. Da.
Jetzt sehe ich erst, dass über dem langen Strich da noch ein kürzerer ist bei meiner Lebensanzeige. Kann ich jetzt mit dem Ding hier nach Muspelsheim, ja? Das wäre ja heftig. Ich bin unsichtbar. Jawohl. Besiege Gegner, um Zeit zu gewinnen. War das gut oder war das schlecht? Ich weiß nicht, hatte ich das geschafft? Ich glaube nicht, ne? Aber das sieht jetzt irgendwie schon easy aus. Noch eine Mondperle. Platin. Das war gut. Mit dem Ding bist du fast unbesiegbar. Wollte ich nicht in die Richtung? Hätte ich jetzt fast übersehen, das Teil hier. Das da habe ich auch übersehen. Da war nämlich schon eine ganze Mondperle. So. Sind aber komische Viecher. Können die überhaupt angreifen? Was sind das nur für Münzen? Jedes Mal ändert sich hier alles.
habe jetzt wirklich Angst, dass ich hier irgendwas verpasse. Alter, das ist aber jetzt. Aber ich wollte ausbrechen und naja. Jawohl. Aber noch Gold. Cool. Jetzt geht's wieder auf die andere Seite. Ach nee, jetzt geht's zwar nach vorne. Na komm, ist gleich tot. Bam. Geschafft. Und trotzdem Silber. Heftig. Jawohl. Die Viecher werden aber auch immer lustiger. Thank you.
heftig. Einfach. Oh, schon wieder Gold. Wo habe ich Schaden bekommen? Das war's schon wieder. Kapitel 14. Alles geschafft. Oh, wir können uns wieder ein neues Kostüm kaufen, sich. Neuer Artikel im Tor zur Hölle. Die Chaos-Kreolen. Ein neues Zubehör sind soeben eingetroffen. Wow. Ich muss sowieso gerade mal in den Shop. Kapitel 15, die Wahrheit. Naja, die Wahrheit. Warum nicht? War ja bis jetzt alles nur Lüge. Seriously, at this point do I really need to explain how the damn shop works? Ja, erklär mal, wie funktioniert der Shop? Mondperle, Hexenherz. Nö. Aber das Herz, da schlägt ja noch. Sieht doch ein bisschen komisch aus. Egal. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Demnächst erhältlich. Hexenlehrling. Prinzessin, was? Von Sarasaland. Ich weiß nicht. Galaktische Kopfgeldjägerin. Könnte vielleicht besser aussehen. Ich kaufe das einfach mal. Wir gucken mal, wie es aussieht. So, Charakter ändern. Oh. You've got the right eye for talent. Na gut, gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, wie das so im Spiel dann aussieht. Und ja. Kapitel 15 dann, die Wahrheit. Bis denn.